Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Ich hatte schon 3 Videos gemacht zu den Gleisen ab 1935. Und heute geht es weiter mit den Gleisen enger Schwellenabstand. Die waren in den Katalogen zu sehen von 1947 bis 1956. Mit ein paar kleinen Ausnahmen. Die ersten Gleise, die im Katalog abgebildet waren, entsprechen genau denen mit weitem Schwellenabstand. Es gibt auch noch hier die alten Stellpulte, ein neues mit 4 und die neuen Verteilerplatten. Ich denke, die erste Generation war auch schwarz, hinterher waren ja immer blau. Kreuzung, manuelle Weiche, elektrische Weiche. Trenngleise gibt es, dann gebogene, ganze, halbe, Viertel, ganze, halbe, Viertel, Achtel, Entkupplungsgleis. Und hier, jetzt blende ich mal kurz ein Bild ein aus dem Katalog von 1947, beim Lichtsignal hier mit 2 Schwellen, beim Flügelsignal mit 4. Und jetzt schalte ich um hier auf 39, ist zwar in Farbe, das liegt aber wohl an dem Scan, dann hier ist es mit 2. Die beiden sind nur vertauscht und man sieht aber auch hier an den Kabeln, es ist wirklich genau das gleiche Bild. Und man hat einfach, jedenfalls in der englischen Variante, die ich zur Verfügung habe in dem Katalog, da keine Bilder von den neuen, von der neuen Kontaktplatte und dem Unterbrechergleis gemacht. 1948, so schreibt Märklin auf der Homepage, gab es keinen eigenen Katalog, sondern es gab Ergänzungslieferungen. Und da gibt es eine mit der Druckbezeichnung UA0748ST. Und in dieser Ergänzung, in diesem Ergänzungspapier, sind dann drin das große Stellpult, 3 neue Signale, die DKW 36 und auch der Bahnübergang. Den Katalog von 49, den habe ich auch in elektronischer Form vorliegen. Und da ist auch noch zusätzlich enthalten hier das Gleis 3700 für den großen Parallelkreis und auch die Brückensegmente und Rampensegmente. Also man kann sagen, ab 1949 hat man wirklich ein vollständiges Programm. Jetzt räume ich das hier mal kurz weg und zeige noch die Signale von 1948. So, das ist hier das Flügelsignal 443G. Lichtsignal 479G und das Vorsignal 4730N. Da gibt es ja immer diese Beschreibung im Katalog mit Zugbeeinflussung, mit den entsprechenden Unterbrechergleisen. Auch ein Hinweis im Katalog, das funktioniert halt auch nur für die Unterleitung, für die Oberleitung ist da nichts vorgesehen. Und man spricht hier von einem Handhebel, hier der Handhebel soll das sein. Und hier wird eine farbige Scheibe rauf und runter geschoben, die dann das Licht rot und grün erscheinen lässt. Diese 3 Signale gab es in der Form von 48 bis 1951. Nachher hier nochmal aus dem Bereich Kuriositäten. Die sind auch heute relativ selten. Die Unterbrechergleise, wenn man die Signale kauft, die halben Gleise sind dann immer irgendwie mit, ich sag mal, in der Kiste mit verdunstet. Und die Leute, die das jetzt verschicken oder verkaufen, die finden die meistens nicht mehr. Und ich habe hier zum Beispiel, da hat jemand aus
dem Gehäuse oder dem Chassis eines Viertelgleises, dann den Mittelleiter des Achtelgleises da wieder reingefriemelt und das Ganze noch verlötet und zwei Buchsen dran gemacht, um das dann schaltbar zu machen. Habe ich im Übrigen auch noch mal in der Zeit zurück. Da hat dann jemand im Vorkriegsbereich, sieht man an den Kabeln hier mit den Originalsteckern, sich auch so ein Unterbrechergleis gebastelt. Hier einfach das durchgeschnitten und dann hier ein Stück Stoff drunter gelegt. Finde ich immer ganz interessant, wenn man sowas in diesen Kisten findet. Jetzt kommen wir in das Jahr 1952 und da werfen wir mal einen Blick in meine Bastelkiste. Nein, diese Weichen habe ich nicht verschandelt. Die habe ich geschenkt bekommen für meine Videos, um es zu zeigen. Nämlich 1952 hat Märklin nicht nur die neue Oberleitung eingeführt mit den Kunststoffmasten, sondern hat bei Weichen, bei den normalen und bei der Doppelkreuzungsweiche und bei den Signalen umgestellt von Einspulenbetrieb auf Zweispulenbetrieb. Und das kann man hier ist schon mal losgeschraubt. Das ist bis 51. Im Prinzip war das auch die Technik ab 35 und das ist Zweispulenbetrieb. Und erst mit dem Zweispulenbetrieb kann man dann auch eine Automatisierung über die Kontaktgleise erreichen. So, hier im direkten Vergleich Ein- und Zweispulenantrieb. Ich mache mal hier die und hier den anderen, hier ohne Stellpult, dann sieht man das ganz gut hier. Und im direkten Vergleich der Einspulenantrieb. So, bei der DKW bis 51 sind dann zwei von denen drin, ab 52 dann zwei von denen hier. Und das macht die Sache natürlich nicht billiger. 59 ist dann ja das Nachfolgemodell, wo da nur noch ein Doppelspulenantrieb drin ist, weil beide gleichzeitig bewegt werden. Die es nur 1952 gab, das 445A, da ist hier der Hebel entfallen, hier hingekommen. Und das ist das Lichtsignal 480A, das Vorsignal 437N, das findet man zwar bei Buchkleinanzeigen, aber irgendwie 50 bis 70 Euro und das ist mir doch, um das hier in dem Video zu zeigen, einfach ein Tacken zu teuer. Gute Sache, das, was wir hier gerade sehen. Hier das Gestänge macht einen kurzen gegenüber den Anstoß von der Lampe und man klebt da am besten immer ein kleines Stück Teserstreifen hin. Das scheint ein echter Konstruktionsmangel zu sein oder das Gestänge ist auf der falschen Seite. Das habe ich bei allen Varianten dieses Typs aber schon beobachtet. Das eine deutlich lauter mit Kurzschlussgefahr von 1952. 1953 Einführung des neuen Signalsystems und auch die Punktkontakte, um dann 1956 das Punktkontaktsystem zum Standard zu erheben. Die gibt es dann noch 56 beide im Katalog, 57, dann sind die durchgehenden Mittelleiter raus und nur bis auf die Doppelkreuzungsweiche, die ist bis 58 im Katalog
Und ab 59 gibt es nur noch die Punktkontakte. Noch ein kurzer Schwenk über meinen Bestand hier. Die habe ich so nach und nach gekauft. Im Prinzip waren das nur drei Käufe. Einmal 130 Gleise für 5 Euro und eine Riesenkiste mit den ganzen Weichen für 60 Euro. Hier die Trafos, das war mit an sich Grenzwahrscheinlichkeit ein Altmetallhändler, der es nicht übers Herz gebracht hat, die alten Trafos zu schreddern. Der hat die verkauft für 3 Euro das Kilo. Und das war hier einer von 1949. Von 1949 bis 1954 haben die nämlich diesen 20 Volt Ausgang. Und hier der 280er mit nur den 3 Pin, den 3 Anschlüssen ab 1954. Wie gesagt, 3 Euro das Kilo. Ich habe dann so viel genommen, dass mein Zusteller das gerade noch tragen konnte. Und die Kabel, da fährt ein Bekannter von mir beim Sperrmüll mit einem Seitenschneider durch die Stadt. Und dann hast du ruckzuck 15, 20 Kabel und die funktionieren halt wie am ersten Tag. Hier mein Fahrvideo, heute etwas weniger ausführlich. Ich bin nämlich nicht fertig geworden, aber ich wollte diese Woche noch das Video rausbringen. Es fehlt noch der Einbau der Signale. Außen die von 48 bis 51, innen mit Kontaktgleisen die Version von 1952. Oberleitung, auch die neue von 52, dann sollte da eine SET fahren. Den zweiten Trafo habe ich da schon stehen, also scheint es noch ein paar Tage zu dauern. Und heute ist das dann der Abschluss von diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.